Die gestrige Euphorie der Aktienmärkte ist ziemlich verpufft und böse Zungen sagen, naja, das könnte eine Fake-Rally gewesen sein aufgrund von, sagen wir mal, problematischen US-Erzeugerpreisen, die ein bisschen runterrevidiert worden sind. Schwamm drüber, heute haben wir ein völlig anderes Spiel, denn es herrscht Kriegsgefahr. Meldungen, dass der Iran zeitnah Israel attackieren könnte, werden durch den Geheimdienst an US-Medien weitergegeben und so ist die Party erst einmal vorbei und man kann sich vorstellen, dass der eine oder andere sich sagt, oh, vor dem Wochenende, da werde ich jetzt nicht voll long in den Aktienmarkt gehen oder drin bleiben. Auf der anderen Seite sollte nichts passieren an diesem Wochenende und dann am Montag die Börse wieder öffnen, dann könnten wir auch eine ziemlich saftige Rallye sehen. Alles ist möglich. Aber interessant ist heute, wie verschiedene Assetklassen reagieren. Aktienmärkte einerseits, dann Gold andererseits, Bitcoin und vor allem auch der VIX. Und das Ganze wollen wir uns, bevor ich Sie in dieses Wochenende entlasse, mal anschauen. CBS hat es gemeldet, Bloomberg hat es gemeldet, Geheimdienste der USA sagen, wir rechnen innerhalb der nächsten 24 oder 48 Stunden mit einem Vergeltungsschlag des Iran. Und da ist natürlich dann die Frage, wie sieht der aus, wenn er denn kommt? Angeblich werden hier Drohnen eingesetzt, Cruise Missiles eingesetzt etc. Der Iran wird sich sehr genau überlegen, wie stark diese Schläge sind, ob das eher symbolische sind oder ob das doch etwas mehr ist. Man hat seitens der Mullahs das Problem, dass man in Fernsehspots im Grunde diese Vergeltung angekündigt hat, innerhalb der staatlichen Medien, und da kann man schlecht raus aus der Nummer, ohne komplett das Gesicht zu verlieren. Also mal sehen, was da kommt. Die Israelis jedenfalls bereiten sich vor. Hier gibt es Treffen von Kabinettsmitgliedern, die dann versuchen sich zu koordinieren, wie reagiert man auf einen möglichen Schlag. Jetzt ist auch ein Top-General der USA in Israel eingetroffen. Die Amerikaner bringen den Aircraft Carrier Eisenhower in die Nähe von Israel. Also man sieht, die Amerikaner nehmen das sehr, sehr ernst. Und die Iraner haben offenkundig über andere arabische Staaten den USA eine Warnung zukommen lassen, wenn sie da in irgendeiner Form involviert werden, so die Message aus Teheran an die Amerikaner, dann würde man auch amerikanische Truppen in der Region attackieren. Und das wäre natürlich dann das absolute Worst Case. Das berichtet auch Jazeera, das berichtet die amerikanische Axios. Also das ist wohl gesichert und das ist natürlich ein riesen Konfliktpotenzial, ein Eskalationspotenzial, nicht nur zwischen Israel und eben Iran, sondern wenn da die USA noch mit komplett rein gingen, dann wäre das ein Riesenthema. Kuwait und Katar haben jetzt ihre Basen geschlossen für die Amerikaner für einen Angriff etwa gegen den Iran oder für bestimmte Schläge gegen den Iran. Wir sehen also, welche Kreise diese ganze Geschichte zieht. Und angesichts dieser, alleine schon wegen diesen Nachrichten, muss man sagen, halten sich ja die Aktienmärkte noch ganz gut. Dazu dann solche Nachrichten wie, China will offenkundig amerikanische Chips von seinen Rechnern verschwinden sehen. Man will offenkundig Chips von Intel, AMD verbannen, von Nvidia war jetzt nicht konkret die Rede, aber das dürfte natürlich irgendwie auch mitschwingen. Also nächste schlechte Nachricht für den Chipsektor, und dann haben wir aus dem Bankensektor, vor allem JP Morgan, mit einem saftigen Fall von 5,5%. Die Zahlen waren eigentlich gut, aber wir sehen hier die Net Interest Income. Das ist der NII, was wir hier sehen. Das war rückläufig und Jamie Dimon hat auch sehr interessante Sachen gesagt. Er hat nämlich gesagt, das Extra Money, was die unteren 50% der amerikanischen Konsumenten bekommen haben über Helikopterchecks etc., das sei jetzt praktisch aufgebraucht, about done. Wir sehen auch Wells Fargo eher schwach, wir sehen Citigroup deutlich besser. Also die Berichtssaison hat schwach angefangen, mit Ausnahme der Citigroup, und all das führt natürlich zu, das heißt natürlich, es führte zu negativen Reaktionen der Märkte. Eine nie wieder ist heute im Plus. Apple ist nach dem gestrigen Kursanstieg wieder im Plus. Wir sehen viel Rot, Energie war grün. Erstaunlicherweise, nicht erstaunlicherweise, weil natürlich der Ölpreis gestiegen ist, sehr deutlich zwischenzeitlich, und vor allem der große Gewinner heute ist der VIX, also das Volatilitätsbarometer. Da geht es über 20% nach oben, Bums,
Das ist doch ein ziemlich saftiger Schluck aus der Flasche. Und da stellt sich eben die Frage, ist das nachhaltig, dieser Ausbruch? Wenn ja, dann wird es für den S&P schwierig, der ja ohnehin eigentlich aus seinem Aufwärtstrendkanal rausgefallen war. Gestern dann diese Rallye aus dem hohlen Bauch, könnte man sagen. Dazu gleich mehr. Hier sehen wir das. Der WIX, nicht der WIX, der S&P 500 hat genau das Gap gefüllt, das er gemacht hatte im Gefolge der US-Inflationszahlen vom Mittwoch. Da ging es ja dann scharf bergab zur Markteröffnung am Mittwoch nach den höheren Inflationszahlen. Gestern dann die Erzeugerpreise und Booms Party. Jetzt wieder ein Gap, diesmal aber nach unten. Also das ist ein reines Gap-Festival, was wir hier sehen. Und heute hat die Bank of America gesagt, ja, also das, was da zu beobachten ist an den Finanzmärkten insgesamt, das spreche für Blasen, die wir hier sehen. Man denkt an Krypto, man denkt an Rohstoffe, auch wie Gold, man denkt an die Aktienmärkte, sagt aber, naja, macht ja Sinn, sich in diese Blasen zu investieren, solange sie irgendwie am Leben sind. Interessante Perspektive der Bank of America. Und hier sehen wir mal den S&P 500 in einem Wahljahr. Seit 1976 und dann sehen wir, dass wir da doch ziemlich weit gelaufen sind, saisonuntypisch eben jetzt im März und teilweise eben auch im April deutlich gestiegen sind, nicht wirklich typisch und das bei diesen geopolitischen Risiken, die derzeit der Fall sind und vor allem das Zinsrisiko, will ich es mal nennen, hier sehen wir mal, wie sich die Banken da doch schon bewegt haben. Da sind jetzt immer mehr Banken, die entweder nur eine oder nur zwei Zinssenkungen erwarten und das Ganze wird auch immer weiter nach hinten geschoben. Manche erwarten noch Juni, andere Dezember, andere September, andere Juli, aber das ist schon eine deutliche Veränderung jetzt bei den Bankanalysten im Vergleich zu Dienstag, als die heißen Inflationsdaten noch nicht reingekommen waren. Und wir haben heute auch das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan als einzig wichtiges Konjunkturdatum bekommen. Und siehe da, die Inflationserwartungen gehen nach oben. Warum? Weil eben die Benzinpreise gestiegen sind. Das ist meistens relativ eng gekoppelt. Jetzt haben die Amerikaner offenkundig nicht verstanden, dass das, was sie da an der Anzeigetafel der Tankstelle sehen, natürlich nicht das ist, was sie bezahlen, sondern dass das Ganze ja noch seasonal adjusted wird, wie wir gestern bei den Erzeugerpreisen erfahren haben. Das muss man den Amerikanern vielleicht mal erklären. Ihr seht hier sozusagen nicht die echten Preise. Ja? In Wirklichkeit sind die ein bisschen niedriger. Hat ja das Bureau of Labor Statistics gesagt, hat gesagt, ja, oh, im März, nicht wahr, da sind ja die Benzinpreise gefallen, saisonal adjustiert. Man hat allerdings bei den Verbraucherpreisen bei Benzin sogar saisonal nach oben adjustiert. Also wie passt das zusammen? Ich hatte es heute im heutigen Videoausblick dargestellt. Aber Schwamm drüber. Wir sehen auch die sehr bärische Haltung der Corporate Insiders, also der Führungsleute innerhalb von US-Firmen, da sieht man, dass hier sehr, sehr viel verkauft wird, wenig gekauft wird an eigenen Aktien, aber niemand erwartet eine Rezession, klar, und all das jetzt in Zeiten, wo vor allem jetzt Rohstoffe ja zuletzt sehr stark gestiegen sind, hier sehen wir mal eine Auflistung, Gold, Silber, aber auch Platin, Palladium, Kupfer, Iron Ore, Aluminium könnte man auch dazu nehmen, meine Damen und Herren. Also das sind Bewegungen, die 1 bis 3 Standardabweichungen über dem Durchschnitt sind. Hat die Fed die Kontrolle verloren? Fragt hier Alf in einem anderen Tweet. Das gilt dann vor allem auch für Gold. Wir sehen Gold 30% in den letzten 6 Monaten gestiegen. Und das, obwohl, wie Kobe Acey-Letter hier zeigt, eigentlich fast alles gegen Gold spricht. Erstens der starke Dollar, zweitens die steigenden oder gestiegenen Renditen, drittens die Zinssenkungsverschiebung, die wir permanent erleben, etc. Aber natürlich Geopolitik wäre ein Faktor, China könnte ein Faktor sein. Oder weiß da jemand etwas, was bösartig ist und deswegen Gold akkumuliert, fragt hier eben dieser Tweet. Aber schauen wir uns mal an, was dann heute passiert ist, interessanterweise, nachdem Goldman Sachs, und das ist natürlich für immer gefährlich, wenn Goldman Sachs sagt, irgendwas wird long gehen, wird steigen, dann ist meistens die Party schon vorbei. Goldman Sachs heute hat das Kursziel für Gold auf 2700 von 2300 angehoben, nachdem wir ja heute entspannt schon über der Marke von 2430 waren. Aber dann doch dieser ziemlich heftige Fall.
Da sind wir bis 2300 in den 60ern erstmal gefallen. Also das war mal eben 70 Stolaris. Das ist schon Bewegung, möglicherweise. Und das ist vielleicht ein Punkt. Erstens Margin Calls. Das heißt, da sind irgendwelche Leute, die in anderen Positionen long sitzen und dann realisieren müssen sozusagen die Gewinne, auf denen sie sitzen, bei den Goldinvestitionen realisieren, um Margin Calls zu decken. Weiß man nicht, ist eine Spekulation. Die andere, und das ist für Gold eine echte Gefahr, es gibt ja viel mehr Papiergold, also Derivate, als echtes Gold. Und wenn die Leute dann alle mal wirklich bedient werden müssten, dann wäre das natürlich eine lustige Hausnummer. Lustig auch, dass Gold jetzt deutlich besser performt seit einiger Zeit. Seit einem Monat 16,5% besser als Bitcoin. Natürlich im längeren Zeitraum sieht es besser für Bitcoin aus, 230% in den letzten 6 Monaten, aber seit einer Woche 5,5% minus. Also das ist eine enge Kiste. Wer ist denn jetzt der sichere Hafen? Jetzt haben wir gesehen, Kriegsgefahr und Gold fällt. Bitcoin fällt auch. Also was ist jetzt da los, meine Damen und Herren? Da habe ich keine abschließende Antwort drauf, aber eine ziemlich weitgehend abgeschlossene Antwort habe ich drauf, was das Ganze für den Euro bedeutet. Der fällt auf den tiefsten Stand des Jahres, nachdem die EZB meint, sie könne sich von der EZB entkoppeln. Von der Fed entkoppeln muss sie wahrscheinlich auch, weil hier einfach die Inflation niedriger ist, die Wirtschaft schwächer ist. Die Fed kann die Zinsen nicht senken, außer es fällt ihr dann noch irgendein Grund ein. Die EZB will sie senken, das wurde heute nochmal aus Aussagen klar. Und jetzt gibt es schon Parity Talk. Also die Ansicht, naja, vielleicht könnte der Euro auf die Parität absinken. Schlechte Nachrichten übrigens auch von den Importen und Exporten from China oder aus China. China mit sehr, sehr schwachen Exportdaten, auch schwachen Importdaten. Also das spricht jetzt nicht für die große Konjunkturerholung in China. Wir hatten ja am Vortag gesehen, dass weiter die Verbraucherpreise und die Erzeugerpreise deflationär sind. Also ein ziemlich schwieriges Umfeld für das Reich der Mitte. Jetzt gibt es einen Fonds, der praktisch 2/3 der Anlegergelder in Cash gegangen ist. Weniger wegen dieser ganzen Israel-Iran-Geschichte, könnte auch ein Motiv sein, aber warum die das machen und ob das in irgendeiner Form nachvollziehbar ist, das wäre meine erste Artikelempfehlung, die Sie bitte, wenn Sie sie interessant finden, weiter empfehlen über Social Media. Und die zweite, Aktienmärkte, Gold, Euro, Öl, das Iran-Szenario fürs Wochenende, ein paar Gedanken eines Kollegen von mir, was könnte wie reagieren und passieren, das ist die zweite Empfehlung und jetzt erstmal ein schönes Wochenende, servus, ciao.